Die stärksten Spieler in der stärksten Liga der Welt. Wählt jetzt euren Star in das All-Star-Team, das am 2. Februar 2013 in Leipzig auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft. Und das sind die Nominierten im linken Rückraum. Momir Irnic von Frisch auf Göppingen. Irnic ist ein wahnsinnig athletischer Spieler, kommt viel über seine eigene Kompaktheit, der sich Würfe kreieren kann, hat aber immer Top-Hop- oder Top-Spiele. Also entweder super oder irgendwie gar nichts von ihm zu sehen. Der Mittelweg wäre nicht ganz unwichtig. Ika Romero von den Füchsen Berlin. Das Einzige, was Ika Romero einschränken kann, ist sein Alter und seine Knie. Alles andere ist vorhanden. Er hat das größte Herz vielleicht, was ein spanischer Handballspieler jemals gehabt hat. Unwahrscheinliche Ausstrahlung, positiv. Er kann das Handballspiel lesen. Er weiß, worum es geht. Steffen Veth von der HSG Wetzlar. Ich habe gegen ihn bis jetzt immer gute Erfahrungen, aber im ersten Spiel dieser Saison hat er uns abgeschossen, definitiv. Also er hat einen enormen Strahl. Pascal Henz vom HSV Hamburg. Er hat sicherlich jetzt mehr Power für uns, das ist klar. Er kann die ganze Energie, die er hat, bei uns einsetzen und er ist nach wie vor der, wenn nicht der beste Rückraumlinke, wenn er richtig eingesetzt wird, weil er so sprunggewaltig und dann durchsetzungsstark ist, einfach unglaublich gut. Arne Niemeyer vom TuS N Lübbecke. Niemeyer ist jemand, der das Niveau hat, auch ins All-Star-Team zu kommen. Vielleicht sogar auch in die Nationalmannschaft. Also das ist keine schlechte Variante. Er ist ein Shooter, ist jemand, der das Spiel verstanden hat und der seine Leistung in den Mittelstädt bringt. Philipp Jichia vom THW Kiel. Also er ist der beste Allround-Handballer überhaupt. Er ist defensiv stark, vorne auf jeder Position, absolut Weltklasse. Und jetzt ist eure Meinung gefragt. Ab dem 19.11. könnt ihr abstimmen unter www.dkb-handball-bundesliga.de.